ganze Volk in Konsum. Der Ort ist doch belanglos und ich habe nichts zu tun. Die Tür geht auf, hereinkommt irgendwer. Ich schaue ihn nur kurz an und dann beachte ich ihn nicht mehr. Doch er braucht nur 5 Sekunden bis zu meinem Tisch. Er steht ganz genau vor mir, zu ignorieren ist er nicht. Er sagt, ich sag hi, ich denk, was willst du, geh vorbei. Doch stattdessen fragt er mich, ich schalte ziemlich langsam, frag, was soll ich denn haben? Wenn du irgendwas willst, musst du schon konkreter fragen. Er sagt, hey Mann, bist vielleicht doof, was ich von dir haben will, ist ein kleines bisschen doof. Ich hab dich schon verstanden, ich hab trotzdem nichts zu rauchen. Wenn du irgendwas willst, musst du's irgendwo anders kaufen. Er schaut mich an, ich schau zurück und denk, die Sache ist erledigt. Doch anstatt mich zu verlassen, hält er mir jetzt noch eine Predigt. Er raucht ja nicht viel, höchstens 15 am und Tag. Dass es nichts Besseres gibt, wenn ich Alkohol nicht vertrag. Und außerdem, ich schau ihn nochmal genau an und denk mir bloß noch, ach ja. Augen stark an.